Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Die Tagesordnungspunkte 3 und 4 werden zusammen ausgerufen. Es geht um die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem ersten Medienänderungsstaatsvertrag mit der Drucksache 20/3199, zusammen mit der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland und zur Änderung des Hessischen Privatrundfunkgesetzes. Herr Staatsminister Wintermeyer, Sie haben das Wort zur Einbringung. Danke, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Landesregierung hat Ihnen beide Zustimmungsgesetzentwürfe vorgelegt. Beide Staatsverträge sind wichtige Bausteine zur Sicherung einer zukunftsfähigen Medienordnung in Deutschland. Mit dem Medienstaatsvertrag wird der Rundfunkstaatsvertrag vollständig in das Digitalzeitalter überführt. Ich möchte nur auf drei Regelungskomplexe kurz eingehen. Zunächst: Anbieter von Suchmaschinen und Newsfeeds sollen Transparenz darüber schaffen, wie sie journalistische Inhalte in ihren Angeboten darstellen. Zweitens: Regelungen zur Auffindbarkeit in Benutzeroberflächen werden geschaffen. Und drittens: Es gibt eine Liberalisierung dahingehend, dass die rundfunkrechtlichen Zulassungen mit geringer Reichweite nicht mehr entsprechend beantragt werden müssen. Zudem wird mit dem Medienstaatsvertrag auch die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste der Europäischen Union umgesetzt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der zweite Baustein der Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Medienordnung ist der erste Medienänderungsstaatsvertrag, früher hätte ich gesagt Rundfunkänderungsstaatsvertrag, der die Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen und damit auch die des Hessischen Rundfunks sichern soll. Er passt den Rundfunkbeitrag für die kommende Beitragsperiode um 86 Cent an, und er enthält eine Neujustierung des Finanzausgleichs und der Verteilung des Beitragsaufkommens zwischen ARD, ZDF und Deutschlandradio. Meine Damen und Herren, die Anpassung des Rundfunkbeitrages beruht auf dem 22. Bericht der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, den ich Ihnen, den Fraktionen des Hessischen Landtags, bereits im März diesen Jahres übermittelt habe. Die KEF hat empfohlen, den Rundfunkbeitrag ab dem 1. Januar 2021 von derzeit 17,50 Euro auf 18,36 Euro, also um besagte 86%, anzuheben. Meine Damen und Herren, es handelt sich damit um die erste Beitragsanpassung seit 11 Jahren, die im Vergleich zur allgemeinen Preisentwicklung als moderat bezeichnet werden kann. Der Lebenshaltungskostenindex von 2009 auf 2020 ist insgesamt um 15,5% gestiegen. Das würde beim jetzigen Rundfunkbeitrag 2,70 Euro ausmachen. Und meine Damen und Herren, ich darf Ihnen das wirklich auch sagen, weil ich intensiv in den Verhandlungen mit eingebunden gewesen bin, der Rundfunkkommission. Wir haben den Rundfunkanstalten ARD, ZDF und Deutschlandradio erhebliche Sparanstrengungen abverlangt, auch Strukturreformen. Da können Sie lachen, so viel Sie wollen. Ihnen geht es um das Grundsätzliche. Ihnen geht es nicht um die 86 Cent. Wir haben dort auch Strukturanpassungen, Strukturoptimierungen erwartet, denen die Rundfunkanstalten zum Teil, sage ich hier, auch entgegengekommen sind. Und daher wird der Beitrag nicht um 2,70 Euro, sondern nur um 86 Cent erhöht. Im Übrigen will ich darauf hinweisen, dass die Empfehlungen der KEF das Ergebnis eines gesetzlich im Einzelnen geregelten Verfahrens und nicht etwa die Entscheidung nach politischem Gutdünken, gleich welcher politischen Richtung auch immer, sind. Meine Damen und Herren, ich bin nicht nur aus verfassungsrechtlichen Gründen fest davon überzeugt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk angemessen zu finanzieren ist. Ausdrücklich möchte ich darauf hinweisen, dass gerade unsere Anstalt, der Hessische Rundfunk, und das unsere habe ich jetzt in Anführungsstrichen gesetzt, im ARD-Verbund als kleinere Rundfunkanstalt in besonderem Maße auf die Anpassung in Höhe von diesen 86 Cent angewiesen ist. Wir konnten es am Sonntag in der Welt lesen. Ich fand es ganz witzig, weil es auch noch einmal
die Erhöhungs, den Beitrags, die Beitragserhöhung darstellt. Ich will das zitieren aus der Welt. Es geht um 86 Cent. Dafür bekommt man in Deutschland einen Radiergummi im Schreibwarenladen, zwei Kiwis beim Discounter oder fast eine Kugel Schokoeis beim Italiener um die Ecke. Diese 86 Cent bringen aber im Allgemeinen, nur auf Ihren Zuruf, den Sie eben gerade gemacht haben, eher wieder die Gelegenheit für solche Parteien, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ablehnen. Ich will jetzt nicht zitieren, was Sie sonst immer dazu sagen, aber das wissen Sie ja nur selbst, das werden Sie vielleicht auch nachher hier wieder darstellen, nur die Möglichkeit einer Grundsatzdebatte. Wissen Sie, Sie nutzen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in jedem Handeln, was Sie machen. Und auf der anderen Seite lehnen Sie ihn ab. Ja, das ist reiner, schierer Populismus. Und wenn Ihnen die Beiträge nicht gefallen, können Sie das sagen. Aber ich sage das sehr deutlich, Sie haben ein gebrochenes Verhältnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur heutigen Zeit mehr oder weniger dafür Sorge getragen hat, dass Radikalität, Extremismus auch in der Politik nur so groß geworden ist, wie es leider in manchen Parlamenten heute sichtbar ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn wir es aus unserer nationalen Sicht nicht immer wahrnehmen oder, jetzt gucke ich Sie wieder an, nicht wahrnehmen wollen, international wird das deutsche Mediensystem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu den renommiertesten in der Welt gezählt, wegen seiner Qualität, seiner Vielfalt und auch seiner Beständigkeit. Und gerade in Zeiten von Fake News und Verschwörungstheorien, und ich gucke jetzt schon wieder in diese Richtung, brauchen wir ein mediales Angebot, dem die Menschen wirklich vertrauen können. Meine Damen und Herren, es ist eine wesentliche Aufgabe des Gesetzgebers, diesen für die Demokratie relevanten Wesenskern unseres Mediensystems zu schützen. Im Ergebnis möchte ich Sie deshalb schon heute um Zustimmung zu den beiden von uns eingebrachten Staatsverträgen bitten, und ich darf Ihre geschätzte Aufmerksamkeit oder für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit mich bedanken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Wintermeyer. Als erstes hat sich für die Fraktion der Freien Demokraten der Fraktionsvorsitzende Rock zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Staatsminister, es ist jetzt doch grundsätzlicher geworden, als ich dachte, bei dem Staatsvertrag auch von Ihrer Seite. Darum möchte ich auch für die Freien Demokraten etwas Grundsätzliches hier an den Anfang meiner Rede stellen. Selbstverständlich stehen wir für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein, und selbstverständlich ist er ein wichtiger Bestandteil der Medienlandschaft in unserem Land. Und darum ist es auch richtig, dass man überlegt, wie man die Finanzierung auf eine richtige Grundlage stellen kann. Und jeder, der politisch aktiv ist oder womöglich schon mal einen Wahlkampf erlebt hat, der hat zu schätzen gelernt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich an Regeln hält, dass er jeder Fraktion und jeder Partei einen Raum einräumt, dass er versucht, gerade in solchen Phasen Neutralität auszustrahlen. Das hat man bei privaten Rundfunkveranstalten manchmal in dieser Deutlichkeit nicht nachvollziehen können. Und darum hat er natürlich eine besondere Bedeutung in der politischen Diskussion und für die demokratische Gesellschaft. Dennoch ist meine Fraktion und meine Partei nicht unkritisch gegenüber dem System. Und ich glaube, das ist auch angemessen. Das System ist in die Jahre gekommen, es hat sich bewährt, aber die Welt hat sich weitergedreht. Wir haben eine vielfältige Medienlandschaft, und es ist ja hier auf die unterschiedliche Organisation der Medienlandschaften hingewiesen worden. Wir haben sozusagen die zwei sehr ausgeprägten Pole, ich sage jetzt mal so ein bisschen was nach Osten gerichtet, in Russland. Da
schaut man sich die Staatsmedien an und weiß ganz genau, was die da sagen, stimmt nicht. Also das ist ja auch eine Verlässlichkeit und da kann man sich auch drauf einlassen oder man kann auch sagen, das ist vielleicht da ganz anders. Da erlebt man das sozusagen tagtäglich in einer Propagandashow. Dann haben wir die Medien auf der anderen Seite des Meeres, des Atlantiks in den Vereinigten Staaten. Die haben ein anderes System, privatwirtschaftliches System. Da gibt es auch diese Frage der Überparteilichkeit gar nicht, sondern da sagt jede Redaktion klipp und klar, für wen sie ist. Also lese ich jetzt eine gewisse Zeitung, dann weiß ich klar, unsere Redaktion ist für Kandidat X und unsere Redaktion ist für Kandidat Y. Und wenn ich mal wissen will, wie die anderen denken, muss ich mir halt mal eine andere Zeitung kaufen oder einen anderen Sender hören. Das ist auch ein Kommunikationsmodell, das wir hier so nicht kennen und das wir auch nicht zwingend anstreben, sondern wir haben tatsächlich den Versuch der Medien, eine gewisse Überparteilichkeit darzustellen. Und da hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch seine Verfasstheit natürlich eine besondere Position. Und ich kann nur sagen, so wie ich das hier erlebt habe, auch mit dem Hessischen Rundfunk selbst, finde ich, das ist eine gute Einrichtung und die muss natürlich auch weiter existieren können. Was bedeutet das aber für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Wir müssen Reformen durchführen. Wir müssen eine kostengünstigere Struktur finden. Und deshalb haben wir natürlich auch Kritikpunkte an dem ersten Medienänderungsstaatsvertrag. Ich muss auch erst mal, ich habe es extra aufgeschrieben, muss noch mal drauf gucken. Staatsverträge haben ja eine eigene parlamentarische Verfasstheit oder Diskussionskultur, weil da ganz viele Interessen zusammengekommen sind. Dieser Staatsvertrag wurde ja schon von den Ministerpräsidenten vor einigen Monaten unterschrieben. Der hat schon einen riesigen Vorlauf. Da ist natürlich die Einwirkungsmöglichkeit der Parlamente überschaubar. Da ist uns auch klar. Dennoch möchte ich hier ein paar Punkte anbringen. Bei dem ersten Medienänderungsstaatsvertrag wird eine Finanzierung jetzt zur Grundlage gemacht, der aus unserer Sicht nicht genug Reformen gefolgt sind. Wir sind schon der Meinung, dass man im Saarland oder in Bremen stärkere Anpassungsprozesse machen könnte. Mir ist jetzt persönlich bekannt, dass der Hessische Rundfunk hohe Anstrengungen unternommen hat, seine Haushaltssituation zu verbessern, dass da auch massiv Veränderungen im Gange sind. Dennoch hat man jetzt, wenn man das jetzt nachvollzieht in diesem Änderungsstaatsvertrag, natürlich schon ein Stück weit die Grundstruktur mit Bremen und Saarland zementiert. Das ist etwas, was wir nicht für ausreichend halten und deshalb werden wir auch diese speziellen Medienänderungsstaatsvertrag unsere Zustimmung voraussichtlich nicht geben können. Und natürlich ist es immer die Frage, der man sich auch stellen muss, brauchen wir ARD und ZDF als Parallelangebote in diesem Ausmaß? Was ist mit den Spartensendern? Da sehen wir schon noch Veränderungspotenzial und Möglichkeiten, deutlich ökonomischer zu handeln. Das sind natürlich große Transformationsprozesse, die da anstehen, das ist uns klar. Aber man darf auch nicht locker lassen, sonst wird sich nichts ändern. Und darum sind wir nicht der Meinung, dass ausreichend Reformen der Erhöhung zugrunde liegen. Das ist unsere sachliche Kritik, keine grundsätzliche Kritik an diesem Vorgehen. Und das Zweite ist eigentlich noch fast spannender, was Sie hier ausgeführt haben. Und zwar in Ihrer Rede, Herr Staatsminister, ja auch der erste Teil, weil da spielt natürlich viel Musik die Frage, wie Plattformen sich künftig aufstellen, wie dort wir agieren werden. Da sind wir auch so ein bisschen gespannt auch auf die Debatte im Hauptausschuss und vielleicht noch die eine oder andere zusätzliche Information, die sich für uns ergibt, weil da spielen sozusagen die alten Mechanismen nicht so eine große Rolle. Da ist es so interessanter auch, sich mit den Veränderungen der multimedialen Welt auseinanderzusetzen. Was Sie hier nicht erwähnt haben, was ich deshalb noch mal kurz hier einführen möchte, es gibt natürlich auch eine Stellungnahme der EU-Kommission zu dem, was da passiert. Es gibt ein Schreiben, es gibt einen Brief, was die Notifizierung angeht. Und da hätte ich mir heute vielleicht, Herr Minister, von Ihnen gewünscht, dass Sie schon ein paar Ausführungen zu dem Themenkomplex machen, der uns aus unserer Sicht schon noch mal intensiv begleiten wird. Aber dem will ich jetzt auch im Ausschuss nicht vorgreifen. Da werden wir uns sicherlich inhaltlich ganz konkret auseinandersetzen dürfen. Ich möchte jetzt an der Stelle für uns sagen, wir werden mit Sicherheit diese Frage der Plattform sehr positiv begleiten. Bei der Frage der Erhöhung sehen wir das eher kritisch. Und dann warten wir mal ab, wie die Debatte sich jetzt weiter im Hessischen Landtag entwickelt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Abgeordneter Rock. Für die AfD-Fraktion hat sich der Abgeordnete Enners zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Junge Menschen koppeln sich immer mehr vom linearen Rundfunk ab, und mit über 60%, ganz besonders die 14- bis 29-Jährigen. Diese Erkenntnis lässt erahnen, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk bezüglich der jugendlichen Zuschauer in einer Krise befindet. Also müssen neue Wege gefunden werden, wie man jungen Menschen zukünftig die Inhalte der Öffentlich-Rechtlichen näher bringt, man könnte auch sagen, aufzwingen kann. Die Lösung wurde durch die Politik geliefert und findet sich in Form des hier vorliegenden Medienänderungsstaatsvertrages mit seinen staatlich verordneten Wettbewerbsverzerrungen wieder. Der Staatsvertrag sorgt dafür, dass es kein Entrinnen mehr vor den Inhalten der öffentlich-rechtlichen Anstalten gibt. Denn die Beiträge von ARD, ZDF und den Dritten gelten als gesellschaftlich relevant. Und daher muss ihnen auf Plattformen und sogenannten Intermediären, gemeint ist zum Beispiel Facebook und YouTube, aber auch Smart-TVs, eine besondere Sichtbarkeit gewährt werden. Konkret heißt das zum Beispiel bei Smart-TVs, die öffentlich-rechtlichen Programme sollen auf den Benutzeroberflächen in der obersten Auswahlebene wiederzufinden sein. Nicht mehr das Nutzerverhalten wirkt sich entscheidend auf die Sortierung, sondern eben die Vorgaben des Staatsvertrages und die entsprechenden Aufsichtsbehörden. Die Aufsichtsbehörden in Form der Landesmedienanstalten, denen die Kontrolle über die Sortierung obliegen wird, haben Verstöße gegen den Jugendschutz, gegen Werberichtlinien und gegen das Strafrecht zu verfolgen und zu ahnden. Sie haben sich aber unserer Auffassung nicht darum zu sorgen, wie ein Anbieter die Programme seiner Startseite sortiert. Für uns von der AfD stellt sich dieses als staatlich verordnete Wettbewerbsverzerrung dar. Mit dieser Vorgabe versucht die Politik durch einen unseren Augen unlauteren Trick, die schwindenden Zuschauerzahlen für den staatlich gewünschten Rundfunk auszugleichen. Und diese Trickserei könnte man durchaus auch als Bevormundung des mündigen Mediennutzers bezeichnen. Ein weiterer Punkt, der im Staatsvertrag gefordert wird, ist Transparenz. Die großen Internetunternehmen wie Facebook, Google usw. sollen offenlegen, wie deren Algorithmen Inhalte und Links auswählen, damit diese zum jeweiligen Profil des Nutzers passen. Damit soll verhindert werden, dass bestimmte Inhalte aussortiert werden. Kontrollieren soll das Ganze die Landesmedienanstalten. Allerdings ist noch nicht klar geregelt, wie das konkret aussehen soll. Meine Damen und Herren, diese Forderung ist völlig absurd. Einerseits sind die Algorithmen der Unternehmen größtes Betriebsgeheimnis. Andererseits sichtet seit Bestehen der Medien jede Redaktion eines Fernsehsenders oder einer Zeitung Informationen und entscheidet dann, welche Inhalte den Nutzern weitergegeben werden. Eine ganze Reihe an Telemedienangeboten im Netz werden wohl zukünftig eine Rundfunklizenz beantragen oder eine Anzeige bei den Landesmedienanstalten machen müssen. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass der Medienänderungsstaatsvertrag diesbezüglich eine neue Definition einführt, was eben viele Telemedienangebote dann als Rundfunkanbieter qualifiziert. Denn wer in Bild und Ton nach einem Sendeplan journalistische Inhalte im Internet verbreitet, betreibt Rundfunk. Für diesen sind dann die Vorschriften des Medienstaatsvertrages für private Rundfunkanbieter bindend. Am Beispiel einer deutschen Tageszeitung wird dies deutlich. Auf Bild.de hat der Verlag durch Livestreams in Form von Nachrichten sein Angebot erweitert. Damit unterlege er nun gemäß dem neuen Medienänderungsstaatsvertrag dem Rundfunkrecht, allerdings durch die Printausgabe auch dem herkömmlichen Medienrecht. Dieses herkömmliche Medienrecht hat sich bewährt und somit kann ich nicht nachvollziehen, warum die dortigen Regelungen nicht auch für die internetbasierten Medienangebote der Verlagsunternehmen gelten sollen.
Rundfunkregulierung und Presserecht passen nämlich nicht zusammen, da die Ziele in weiten Teilen verschieden sind. Auch wenn es zumindest einen Lichtblick gibt, dass kleine Streamer keine Lizenzen mehr benötigt, so stellt sich aber die Frage, warum überhaupt jemand eine Lizenz braucht, um zu streamen. Warum soll der Stream der Kontrolle unterliegen? Meine Damen und Herren, offensichtlich ist man hier noch nicht ganz im Zeitalter des Internets und der Digitalisierung angekommen. Es gibt im Internet keine Begrenzung von Rundfunkwellen und Kabelfrequenzen. Jeder kann sein Angebot verbreiten, denn das Netz lässt unendlich viel Radio und im weitesten Sinne auch Fernsehanbieter zu. Und genau das ist es doch, was angestrebt werden soll: Meinungs- und Medienvielfalt. Die Bürger sind mündig und intelligent. Und genau deshalb wollen Sie sie kontrollieren. Sie wollen politisch Einfluss nehmen und Ihre politische Meinung in den Staatsmedien vertreten sehen. Und in Bezug auf die politische Einstellung stelle ich die Frage: Wieso findet sich in § 8 des Medienänderungsstaatsvertrags eigentlich beim Diskriminierungsverbot kein Hinweis, dass auch politische Anschauungen nicht diskriminiert werden dürfen? Wurde dies zufällig oder absichtlich vergessen? Dann schaut man sich die Verhaltensregeln des Deutschen Werberates an. So spricht dieser klar und deutlich und sofort im ersten Punkt davon, dass Werbung Personen auch wegen ihrer politischen Anschauung nicht diskriminieren darf. Meine Damen und Herren, es mag ja durchaus sein, dass 86 Cent für die Liebhaber des Rundfunkbeitrages nicht die Welt sind. Aber diejenigen, die sich aus verschiedenen Gründen von den Öffentlich-Rechtlichen abwenden, und es werden immer mehr, fühlen sich, nett gesagt, öffentlich-rechtlich verschaukelt. Denn wer in den letzten Wochen und Monaten staatstreue Medien geschaut hat, weiß, wovon ich rede. Während die Kanzlerin, die Minister und Ministerpräsident allesamt diese Krise zunächst verschlafen haben, aber gefühlte 24 Stunden am Tag gezeigt werden, wird von der Opposition fast nichts berichtet. Ihnen, meine Damen und Herren, mag das vielleicht gefallen. Den Bürgern fällt dies auf, und es gefällt ihnen nicht. Und das ist gut so. Denn statt an Qualitätsverbesserungen und Kosteneinsparungen zu arbeiten, leistet man sich einen Kinderchor und lässt von ihm die Oma als Umweltsau betiteln. So schafft man weder Vertrauen noch Akzeptanz. Und statt die Intendanten und Ministerpräsidenten an weitreichenden Reformen, wie z.B. der Zusammenlegung von ARD und ZDF, arbeiten, wollen sie bei gleichbleibender mäßiger Qualität und weiter steigenden Kosten lieber den Rundfunkbeitrag erhöhen. Meine Damen und Herren, Herr Abgeordneter Enners, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Ende, meine Damen und Herren. Die Erhöhung des Rundfunkbeitrages lehnen wir genauso wie die vorliegenden Drucksachen ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Enners. Für die CDU-Fraktion hat sich die Abgeordnete Wallmann zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Einbringungsrede von Staatsminister Axel Wintermeyer hat die Bedeutung der beiden Staatsverträge, die heute hier zur Diskussion stehen, sehr deutlich gemacht. Und ich muss gestehen, ich will das jetzt vorweg sagen, ich bin über die eben getätigten Einlassungen, ich habe mir das eben mal auch als Zitat aufgeschrieben, man wolle politisch Einfluss nehmen, staatstreue Medien. Das sind Formulierungen, da würde ich etwas mal abrüsten mal an Ihrer Stelle. Ich glaube, dass Sie ein völlig falsches Bild und eine völlig falsche Wahrnehmung vom öffentlichen rechtlichen Rundfunk haben. Und es ist sehr schade, dass Sie das in dieser Debatte auch, sagen wir mal, sehr oberflächlich nur gestreift haben. Die eigentliche, also Herr Staatsminister Wintermeyer hat auch sehr genau was zur Gebührenerhöhung gesagt. Ich werde da auch gleich noch mal drauf eingehen. Das wischen Sie einfach weg, sondern für Sie ist einfach, und Herr Staatsminister hat das auch gesagt, für Sie sind einfach Gegner des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und deswegen, glaube ich, wollen Sie darüber eigentlich auch gar nicht in den Diskurs kommen.
das ist hinzunehmen. Das kennen wir auch nicht nur von den Debatten, wenn es um Rundfunkfragen geht. Aber ich möchte mich jetzt dann doch auch noch mal vertieft in die beiden Staatsverträge einarbeiten und noch mal erläutern, worum es eigentlich geht und warum aus unserer Sicht das sehr vernünftige Regelungen sind, die jetzt hier vorliegen. Ich fange an mit dem Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland. Dieser wird die seit 1991 geltenden rundfunkrechtlichen Staatsverträge ersetzen. Außerdem wird er dabei die EU-Richtlinie zu den audiovisuellen Mediendiensten umsetzen, die im Übrigen ja auch bis September, also jetzt in diesem Monat, bis September 2020 in nationales Recht zu überführen sind. Außerdem, und das ist ganz entscheidend, befinden wir uns ja in einer Medienwirklichkeit, die nicht mehr der Regulierung entspricht, wie sie sein müsste, weil sich einfach die Medienlandschaft sehr stark verändert hat. Und das wird durch diesen Staatsvertrag richtigerweise auch geregelt. Denn man hat natürlich über Jahrzehnte auf dieses duale System gesetzt zwischen zum einen den privaten und zum anderen den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbietern. Und durch die Vielzahl der Anbieter, die inzwischen auf den Markt hinzugekommen sind, ist es klar, dass es einer Veränderung, dass wir dieser Veränderung auch Rechnung tragen müssen. Heutzutage greifen Mediennutzer zunehmend auf die Angebote von den sogenannten Medienintermediären zurück, die eine große Reichweite entwickelt gehabt. Das ist ein Begriff, der ist ein bisschen sperrig. Deswegen will ich auch kurz erklären, worum es geht. Das sind Suchmaschinen wie Google, das sind soziale Netzwerke, Facebook, YouTube, Streamingdienste, Sprachassistenten. Und sie haben eine große Reichweite und in ihrer Funktion als Vermittler zwischen Nutzer und Anbieter und aufgrund eben dieser Reichweite kommt ihnen eine immense Rolle zu und deswegen müssen sie selbstverständlich auch einer Regulierung unterliegen. Und ein paar Stichworte dann auch zu dem, was konkret geregelt wird. Für Medienintermediäre, die monatlich mehr Nutzer als 1 Million haben, wird zukünftig eine Transparenzpflicht gelten. Sie haben das jetzt sehr negativ dargestellt und im Übrigen auch dieses Diskriminierungsgebot, das Sie auch kritisiert haben. Ich persönlich finde, es ist eine positive Entwicklung. Denn es ist doch richtig, dass die Algorithmen, die angewandt werden, auch irgendwie offengelegt werden müssen und dass eben auch Anbieter nicht diskriminiert werden, sondern dass sie eben zwar nach den Regeln, die sie sich selber setzen, die Anbieter, aber dass sie eben nicht bevorzugt oder benachteiligt werden sollen. Und im Übrigen, das haben Sie völlig außer Acht gelassen, ist aber, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt in diesem Staatsvertrag, bekräftigt er ausdrücklich die Notwendigkeit der Barrierefreiheit und konkretisiert auch diese Vorschriften, die im Übrigen laut der UN-Behindertenrechtskonvention und auch der europarechtlichen Regeln ja auch so notwendig und vorgesehen sind. Ich persönlich, und das kann ich auch für die CDU sagen, wir glauben sogar, dass in diesem Bereich noch mehr passieren muss. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt dieses Staatsvertrages. Und dann kommen wir mal zu der Anpassung im Jugendmedienstaatsschutzvertrag, die ich nämlich für ganz besonders wichtig halte, nämlich die Verpflichtung von sogenannten Video-Sharing-Diensten verstärkt auch Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vorzunehmen. Es wird nämlich festgelegt, dass dies nicht nur für die Anbieter gilt, die im Ausland sitzen, sondern dass die eben auch für diejenigen gelten, die hier im deutschen Markt agieren. Die müssen sich zukünftig eben auch verpflichten, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Und ich glaube, wenn man weiß, welche Rolle Video-Sharing-Dienste heute bei Kindern und Jugendlichen spielen, ist das eine ganz, ganz wichtige Maßnahme zum Kinder- und Jugendschutz. Und das kann man nur begrüßen. Und auf der einen Seite braucht die Medienlandschaft einen neuen rechtlichen Rahmen. Auf der anderen Seite ist die Sicherung der Qualität aber ebenfalls ein ganz wichtiger Baustein. Und deswegen diskutieren wir heute ja auch die Änderung des ersten Medienänderungsstaatsvertrages, nämlich der den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag ändern wird. Und Staatsminister Wintermeyer hat das auch schon ausgeführt. Wir haben seit 2013 bekanntlichermaßen den Rundfunkbeitrag, der seinerzeit die Rundfunkgebühren ablöste. Und ich will das jetzt noch mal ein bisschen erläutern, weil das auch wichtig ist bei der Bewertung, wie man zu dieser Erhöhung des Rundfunkbeitrags steht. Bei der Einführung, das war also wie gesagt im Jahr 2013, betrug er 17,98 Euro. Er wurde einmal geändert, einmal, und zwar dann auch noch gesenkt auf die 17,50 Euro. Und diese Senkung ergab sich aus der Umstellung der geräteabhängigen Gebühr auf die pauschale Haushaltsabgabe. Und
Das brachte Überschüsse mit sich, und man hat seinerzeit auf der Ministerpräsidentenkonferenz entschieden, dass die Hälfte in die Rücklage geht und die andere Hälfte zur Entlastung der Beitragszahler genutzt wird. Und alle 4 Jahre melden die öffentlich-rechtlichen Rundfunke ihre Bedarfe bei der KEF, das ist die Kommission zur Überprüfung und Übermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Für die Beitragsperiode 2021 bis 2024 wurden 3 Milliarden Euro benannt. Und die KEF hat, das sind übrigens Sachverständige, unter anderem auch aus den Rechnungshöfen, die das ganz kritisch prüfen, die haben gesagt, nein, wir sehen nur einen Bedarf um 700 Millionen Euro weniger. Das ergibt jetzt auch den neuen Rundfunkbeitrag. Eigentlich war ja die Rede von 19,20 Euro. Jetzt reden wir aber von einer Erhöhung von um 86 Cent auf 18,36 Euro. Und naja, hören Sie mal zu. Nee, Sie lassen eine Sache, und es ist gut, dass Sie dazwischen, dann kann ich Sie gleich noch einmal ansprechen. Wissen Sie, was Sie bei Ihrem Wortbeitrag völlig außer Acht gelassen haben? Dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine verfassungsgemäße Entwicklungs- und Bestandsgarantie hat, für die die Länder zu sorgen haben. Das ignorieren Sie einfach. Und wissen Sie, für uns ist ganz wichtig, eine hohe Qualität der Presseberichterstattung, des Journalismus. Und das kann doch, ist doch logisch, das kann doch nicht umsonst sein. Und ich finde 86 Cent, ich sag das auch ausdrücklich für die CDU-Fraktion, ich finde das sehr maßvoll. Sie haben übrigens auch die Corona-Krise angesprochen. Ich fand auch da Ihre Wahrnehmung, also interessant ist das falsches Wort. Frau Abgeordnete Wallmann, Sie müssen zum Schluss kommen. Ach du meine, die Zeit rennt ja hier. Ja, das stimmt, das mag sein. Aber man muss ja trotzdem auf die Argumente eingehen, weil man kann das auch so nicht stehen lassen, wenn jemand sich hier so hinstellt und so einen Unsinn erzählt. Da muss man dann auch mal was zu sagen. Und also das mit den Fake News stimmt ja nicht, wenn Sie sich ernsthaft mal damit auseinandergesetzt haben. Ich bin dankbar, dass wir öffentlich-rechtliche Sendungen haben, die die Sachlage richtig darstellen, wo die Bürger sich gut informieren können. Das, was im Internet oder auf Seiten auch von bestimmten Fraktionen läuft, das sind doch die Fake News. Populismus, das ist doch das Problem. Und im Übrigen, ich komme auch sofort, Frau Präsidentin, ich komme sofort zum Schluss. Staatsminister Wintermeyer hat doch noch einmal sehr deutlich gesagt, und das will ich noch einmal unterstreichen, der Hessische Rundfunk ist auf diese Erhöhung angewiesen. Es ist ganz wichtig, ein wichtiger Baustein für die Medienlandschaft in Deutschland, für die Qualität, für den Jugendschutz. Und deswegen werden wir diesen beiden Staatsverträgen voller Überzeugung zustimmen. Wir konnten online ja auch schon die Anhörungsunterlagen abrufen. Insofern hoffe ich nicht nur, dass es Menschen in diesem Parlament gibt, die sich ernsthaft mit dem öffentlichen rechtlichen Rundfunk und der Qualität auseinandersetzen und insofern dann auch diesen beiden Staatsverträgen zustimmen, sondern ich hoffe auch, dass wir im Ausschuss zügige Beratung vornehmen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Wallmann. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Wilken, Dr. Wilken von der Fraktion Die Linke zu Wort gemeldet. Ich muss hier noch mal warten, bis es trocken ist. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere Demokratie braucht Medien, die unabhängig von politischen oder wirtschaftlichen Interessen informieren und hinter die Kulissen von Politik und Wirtschaft schauen. Und diese Informationsvermittlung kostet Geld. Die Ausführungen eines meiner Vorredners, Ihre Auslassungen, die Herren von der AfD, haben schon in der Wortwahl nur noch mal wieder deutlich gemacht, dass Ihre Gefahr genau die gleiche Gefahr ist, gegen die sich damals der Öffentlich-Rechtliche gegründet hat. Und diese Gefahr ist immer noch da, und gegen die müssen wir antreten. Das Bundesverfassungsgericht hat in mehreren Rundfunkurteilen festgestellt, dass ARD, ZDF und Deutschlandradio ein Anrecht auf eine Bestands- und Entwicklungsgarantie haben, und dies aus gutem Grund. Herr Staatsminister, mir war es jetzt eben, bin ich schon zusammengezuckt. Jetzt kommt eine Passage, die ist fast wortgleich zu Ihren Worten. Das ist mir peinlich. Aber ich will auch betonen, ganz besonders in Zeiten von Fake News
und regelmäßigen Desinformationskampagnen auf Plattformen digitaler Netzwerke ist es von größter Bedeutung, einen starken öffentlichen Rundfunk zu haben. Denn ohne das Gegengewicht von Anstalten wie ARD, ZDF und Deutschlandradio wäre eine demokratische Meinungsbildung kaum mehr möglich. Und für diese Aufgabe müssen die Sender technisch auf dem Stand der Entwicklungen veränderter Mediennutzungen sein. Sie haben den Auftrag, ein Programm anzubieten, das allen Bevölkerungs- und Altersgruppen Angebote macht und höchsten journalistischen Ansprüchen gerecht wird. Allen Bevölkerungsgruppen, Herr Rock, von daher sind die Spartensender ausdrücklich damit auch notwendig. Und vor dem Hintergrund geht es jetzt heute um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags von derzeit 17,50 auf 18,36 Euro, also die schon mehrfach hier erwähnten 86 Cent. Ich will für meine Partei nicht nur hier in Hessen, sondern auch bundesweit sehr deutlich sagen, das ist für manche Menschen monatlich viel Geld. Von daher verwehre ich mich auch gegen die Beispiele, die da andere Konsumartikel so sagen, sondern wir müssen ganz deutlich sagen, und da komme ich gleich noch mal kurz drauf, das ist für so manchen Haushalt viel Geld. Und ich will auch ganz deutlich sagen, dass meine Partei, meine Fraktion und ich durchaus Kritik an einzelnen Sendeformaten oder, ich betone es, an Gehaltsstrukturen bei ARD, ZDF und Deutschlandradio haben. Aber wir sagen auch ganz klar, wir wollen diese gravierenden Folgen, die eine Ablehnung der Beitragserhöhung hätte, auf gar keinen Fall. Deswegen sage ich für meine Fraktion hier und auch für alle anderen Fraktionen in den anderen Länderparlamenten, wir stimmen dem ausdrücklich zu. Wir werden also in diesem Fall sogar beiden Änderungsstaatsverträgen, es sei denn, es kommt noch etwas ganz Fürchterliches bei den Anhörungen raus, zustimmen. Gleichzeitig, das will ich betonen, stehen wir dafür, dass die Programmvielfalt der Sender und die Programmqualität weiterentwickelt werden und nicht, dass Programme gekürzt werden. Wir stehen dafür, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk darin zu stärken, sein Programm eben unabhängig von den Interessen Dritter, sei es aus der Politik oder der Wirtschaft, zu gestalten. Damit wollen wir und stärken wir einen unabhängigen, innovativen, kritischen Journalismus und eine Stärkung journalistischer Arbeit, auch ausdrücklich auf der regionalen Ebene. Ich hatte es schon angesprochen. Wir stehen auch dafür, dass bereits bestehende mögliche Beitragsbefreiungen ausgeweitet werden müssen. Viele Menschen können aufgrund ihrer finanziellen Situation keine Rundfunkbeiträge zahlen. Und da haben wir ein paar Lücken. Wir haben im Hauptausschuss schon mehrfach darüber diskutiert. Da erwarten wir in Zukunft auch Nachbesserungen. Es gilt darüber hinaus, reduzierte Beiträge für Menschen mit Behinderungen und soziale Einrichtungen in viel weiterem Umfang zu Vollbefreiungen zu machen. Damit ARD, ZDF und Deutschlandradio trotzdem ohne Abstriche senden können, befürworten wir für diesen Ausschnitt eine Kompensation aus öffentlichen Mitteln. Meine Damen und Herren, noch ein Satz zum Ausblick. Der neue Medienstaatsvertrag gilt künftig nicht mehr nur für Radio- und Fernsehsender und bestimmte Online-Angebote, sondern zusätzlich auch für Internetsuchmaschinen, Streaming-Anbieter, Social Media, Videosharing, Distributionsplattformen, Sprachassistenten und App-Stores. Aber vor uns liegen noch große Aufgaben. Der Medienrechtler Dieter Dörr betont, ich zitiere ihn, insbesondere liegt vor den Ländern noch die nicht leicht zu lösende Aufgabe, ein medienübergreifendes Vielfaltsicherungsrecht zu schaffen. Ich bin sicher, dass wir mit den jetzt vorliegenden Verträgen auf dem richtigen Weg sind. Es ist noch nicht das Ende des Wegs, aber es hilft uns hoffentlich,
sicherzustellen, dass wir nicht wehrlos Fake News ausgeliefert sind. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Dr. Wildner. Als nächstes hat sich der Abg. Frömmrich für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin der Kollegin Wallmann und auch Staatsminister Wintermeyer ausdrücklich dankbar dafür, dass Sie diesen Kontext hier noch einmal eingeordnet haben. Man hat ja an einer Rede gemerkt, dass es offensichtlich Leute in diesem Hause gibt, die ein Problem mit unserer verfassungsmäßigen Organisation unseres öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu tun haben. Ein Blick in die Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland und die Zuständigkeit der Frage der Rundfunkanstalten und der Länderaufgabe dort wäre Ihnen vielleicht einmal angesagt. Aber man sieht ja an Ihrer Argumentation, dass es Ihnen nicht um den Rundfunk, um den öffentlichen Rundfunk geht, sondern darum, dass Sie weiterhin Hass und Hetze verbreiten wollen. Und da ist natürlich der Feind von Hass und Hetze ist natürlich guter Journalismus und öffentlicher Rundfunk, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Regierungschefs der Länder haben den ersten Medienänderungsstaatsvertrag unterzeichnet. Der Medienänderungsstaatsvertrag sieht vor, es ist schon erwähnt worden, den Rundfunkbeitrag von 17,50 Euro auf 18,36 Euro, also um 86 Cent, anzuheben. Es wird eine leichte Veränderung der Mittel, der Verteilung der Mittel zwischen den Anstalten kommen. Weiterhin wird eine Änderung des Finanzausgleichs zugunsten des Saarländischen Rundfunks und Radio Bremen durch die Anhebung der Finanzausgleichsmasse in zwei Schritten vorgenommen. Und das ist doch, finde ich, auch eine gute Nachricht für die Länder, für die kleinen Länder, die natürlich Rundfunkanstalten unterhalten und für die regionale Berichterstattung sehr wichtig ist. Und für uns als Bundesland Hessen ist es natürlich elementar, dass wir den Hessischen Rundfunk stärken und dass wir hier auch eine regionale Berichterstattung haben. Dass Sie das stört, kann ich verstehen. Wir als demokratische Parteien in diesem Hause unterstützen das ausdrücklich. Bei allen Diskussionen, die die Beitragserhöhungen immer mit sich bringen, sollte man einmal zur Kenntnis nehmen, dass die Beiträge seit der Systemumstellung von der Rundfunkgebühr auf den Rundfunkbeitrag im Dezember 2010, also seit rund 10 Jahren, nicht mehr angehoben wurden. Da müsste man einmal schauen in die ein oder andere Police oder in das ein oder andere Vertrag, den man abgeschlossen hat, wann, seit, wo es das gibt, dass seit 10 Jahren Beiträge nicht mehr angehoben worden sind. Vielmehr wurden die prognostizierten Mehreinnahmen durch die Umstellung 2050 genutzt, den Rundfunkbeitrag von 17,98 Euro auf 17,50 Euro zu senken, also um 48 Cent zu senken. Man sieht auch daran, dass die Rundfunkanstalten oder dass diejenigen, die darüber bestimmen, auch sehr verantwortungsvoll mit dem Beitrag der Beitragszahler umgehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich denke, diese Fakten sollte man einmal zur Kenntnis nehmen, wenn man über die Finanzierung des öffentlichen Rundfunks redet. Nicht alle Fraktionen, wir haben es ja gerade gehört, in diesem Haus stehen einer qualitativ hochwertigen Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Sender positiv gegenüber. Nach unserer Auffassung guter Journalismus, hochwertige aktuelle Berichterstattung, die Nutzung unterschiedlicher Medien zur Verbreitung von Nachrichten und Informationen, die Produktion und das Ausstrahlen von kulturellen Veranstaltungen sind wichtige Aufgaben der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Für diese Leistungen müssen nach unserer Ansicht die Anstalten auch auskömmlich finanziert werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nachdem die Ministerpräsidenten den Staatsvertrag unterzeichnet haben, sind nun die Landesparlamente gefragt, die notwendigen Ratifizierungen der Verträge vorzunehmen. Im vorliegenden ersten Medienänderungsstaatsvertrag wird die Höhe des Rundfunkbeitrags nunmehr auf 18,36 Euro festgesetzt. Hierbei wird der Empfehlung der KEF gefolgt, also einer unabhängigen Kommission. Kollegin Wallmann hat es gerade schon erläutert, wie sie sich zusammensetzt. Also da wird nicht gerade mal geschaut, wie viel Geld brauche ich noch, sondern da gibt es eine unabhängige Kommission, die Empfehlungen abgibt. Und diesen Empfehlungen wird hier gefolgt. Und deswegen ist es eine moderate Anhebung des Rundfunkbeitrags. Neben der Verwendung der Beiträge für die verschiedenen übertragenen Angebote werden die Beiträge unter anderem auch für Digitalisierung und technische Aktualisierung verwendet und auch dringend benötigt.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade in Zeiten, wo Hass und Hetze um sich greifen, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein wichtiger Bestandteil der Pressefreiheit und eine wichtige Säule unserer Demokratie. Um diese zu wahren, bedarf es guten Rahmenbedingungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was auch die finanzielle Ausstattung umfasst. Gerade in den vergangenen Wochen und Monaten haben wir ja feststellen können, dass die Zugriffe auf Informationen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks deutlich zugenommen haben. Die Bürgerinnen und Bürger wissen schon, wo sie qualitative Informationen bekommen. Das ist auch beim öffentlichen Rundfunk so. Damit sind ausdrücklich, liebe Kolleginnen und Kollegen, alle Kanäle der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gemeint. Der Rundfunk, das Fernsehen, die sozialen Medien, die Internetangebote, Mediatheken, Streamingdienste, die auch auf Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zurückgreifen. Das muss man ja auch einmal sehen, wenn man sich beispielsweise auf Twitter, auf Facebook oder bei YouTube mal umschaut, wird man auch sehen, dass die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dort natürlich auch gestreamt werden können. Und von daher braucht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, um das zur Verfügung zu stellen, auch eine angemessene Finanzierung und Ausstattung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende steht und fällt die Diskussion über den ersten Medienänderungsstaatsvertrag mit der Unterzeichnung aller Ministerpräsidenten und die Ratifizierung durch alle Landesparlamente. Mich wundert da schon eine Haltung in Sachsen-Anhalt nach dem Motto, da gefällt mir ein Satirebeitrag nicht, der sich mit Racial Profiling beschäftigt, und deswegen wird dort die Forderung laut, die anstehende Erhöhung des Rundfunkbeitrags zu stoppen. Die Frage, ob Satire, die als solche ausdrücklich gekennzeichnet war, gelungen ist oder grenzwertig ist oder daneben ist, das muss jeder oder jede selber entscheiden für sich, wenn sie den Beitrag anschaut. Die Freiheit der Kunst ist aber, Themen zuzuspitzen, überzeichnen, zu provozieren. Gerade bei derartigen Themen braucht es den Blick von außen, manchmal auch die Provokation, um die Debatte auszulösen oder zu befördern. Das ist auch und gerade Aufgabe von Kunst und Kultur. Jetzt aber zu versuchen, die auskömmliche Finanzierung und Ausstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks davon abhängig zu machen, ob einem die Beiträge im öffentlichen Rundfunk geschehen, ist, glaube ich, in der Sache voll daneben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das kann nicht die Herangehensweise in einer solchen Debatte sein. Was für ein Verständnis von Freiheit, von Kunst und von Staatsferne der öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es eigentlich, wenn man eine solche Debatte befördert. Man kann nur dazu aufrufen, wieder zur sachlichen Debatte zu kommen und nicht Dinge miteinander zu vermischen, die nicht zusammengehören. Der Deutsche Journalistenverband spricht davon, einen Zensurversuch für die Kontrolle der Einhaltung der Programmgrundsätze im Hinblick auf die Programminhalte sind. Herr Abgeordneter Frömmrich, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme sofort zum Schluss. Sind in erster Linie die Rundfunkräte zuständig. Auch das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach beurteilt, dass die Reform des öffentlichen Rundfunks nicht mit den Finanzierungsfragen vermischt werden darf. Von daher bitte ich, da auch wieder zur Sache zurückzukommen. In der Sache ist es so, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten für uns gute. Das entscheiden Sie nicht, lieber Kollege Rock, sondern das entscheidet die Präsidentin. Die Kolleginnen und Kollegen haben auch etwas länger geredet. Genau, ich versuche gerade zum Schluss zu kommen. Und wenn Sie nicht dazwischen gerufen hätten, wäre ich schon am Ende. Von daher hören Sie sich vielleicht den letzten Satz an. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bringen einen guten Beitrag und guten Journalismus, und dieser gute Journalismus muss auch ausreichend finanziert werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Frömmrich. Zur Geschäftsordnung der Abg. Rudolph. Moment. Ja, Frau Präsidentin, ich will nur darauf hinweisen, wir hatten ja im letzten Ältestenrat auch eine Diskussion über Redezeiten, und das gilt dann sicherlich für alle Rednerinnen und Redner, wenn die Präsidentin der Präsidentin sagt, kommen Sie bitte zum Schluss, nicht im Satz abbrechen. Aber ich finde, man soll es nicht exzessiv ausnutzen, und Sie waren bei der Sitzung anwesend. Ich sage das mal in die Runde, weil dann brauchen wir demnächst auch keine Redezeiten mehr festlegen, und das muss auch nicht sein.
Das unterstütze ich ausdrücklich, aber es gilt für alle Rednerinnen und Redner aller Fraktionen, die hier im Hause sind. Alle können die Uhr lesen. So, als nächstes hat die Frau Abgeordnete Löber das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk seine notwendigen finanziellen Mittel streichen oder kürzen zu wollen, ist nicht verfassungsgemäß. Um einen freien, unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk betreiben zu können, ist eine auskömmliche Finanzierung zwingend notwendig. Die Finanzierung folgt dem Auftrag und wird in einem geregelten Verfahren, das ist hier mehrfach schon ausgiebig dargestellt worden, ermittelt und gerade nicht politisch vorgegeben, um eine Einflussnahme durch die Politik zu verhindern. Dies wurde vom Bundesverfassungsgericht in verschiedenen Urteilen entsprechend bestätigt. Wir sprechen uns daher für die Erhöhung des Rundfunkbeitrags von 17,50 Euro auf 1836 Euro aus. Diese Anpassung ist erforderlich, um in Hessen auch den Hessischen Rundfunk als eigenständigen Sender zu erhalten. Der Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland ist die Antwort der Länder als Mediengesetzgeber auf die Digitalisierung der Medienwelt. Er ersetzt den bisherigen Rundfunkstaatsvertrag durch den Medienstaatsvertrag. Zudem setzt er die seit 2 Jahren bestehende Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste der EU in nationales Recht um. Die Art und Weise, wie Informationen verbreitet und konsumiert werden, hat sich grundlegend verändert. Nicht mehr nur analog, sondern sehr oft digital, zeitunabhängig werden Informationen, Berichte konsumiert. Es gibt neue Marktteilnehmer, neue Medienanbieter. Diese werden in Medienplattformen, Benutzeroberflächen oder Medienintermediären im neuen Staatsvertrag zusammengeführt. Sie werden erstmalig klar definiert und Regelungen unterworfen. Eigentlich etwas, was fast überfällig ist, das endlich in den bisherigen Rundfunk, nun Medienstaatsvertrag, aufzunehmen. Dennoch bleibt noch sehr viel zu tun. Es besteht Änderungsbedarf bei den anderen rundfunkrechtlichen Staatsverträgen. Es muss inhaltliche und redaktionelle Anpassungen im Hessischen Privatrundfunkgesetz geben, wobei dynamische Regulierungen durch Satzungsermächtigungen für die Landesmedienanstalten auch wieder Flexibilität und Präzisierungsmöglichkeiten schaffen. Zu den Anpassungen im Jugendmedienschutzstaatsvertrag hat Kollegin Wallmann schon einiges gesagt. Auch wir erachten das als enorm wichtig, hier mehr Jugendschutz im Staatsvertrag zu verankern. Auch wenn wir hier schon den ersten Änderungsstaatsvertrag zum Medienstaatsvertrag vorliegen haben, ist der Prozess lange nicht abgeschlossen. Wir werden sicherlich bald den zweiten Änderungsstaatsvertrag hier zur Diskussion vorliegen haben, da weitere Themen bereits identifiziert wurden, wie Barrierefreiheit, technischer Jugendmedienschutz, Stärkung lokaler und regionaler Medienvielfalt. Diese werden sicherlich bald kommen. Gerade aufgrund der bisherigen Diskussion ist es mir besonders wichtig, auch noch einmal zurückzugucken. Es wird, glaube ich, bei vielen Diskussionen hier oft vergessen, wie sich Dinge in unserem Rechtsstaat entwickelt haben, gerade hier, was die Aufgabe und Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks betrifft. Entstanden ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg als Gegenentwurf zu dem zentralistisch organisierten Staatsfunk der NS-Diktatur. Er gehört heute alleine der Allgemeinheit, die ihn wiederum beaufsichtigt, durch Aufsichtsgremien, in die Vertretungen aller gesellschaftlichen Gruppen entsandt werden. Staatsferne, föderale Struktur
und die Programmgestaltung durch und für eine pluralistische Gesellschaft kennzeichnen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Programmangebote sind frei zugänglich, unverschlüsselt und stehen allen zur Verfügung. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat den verfassungsrechtlich vorgegebenen Auftrag, einen Beitrag zur individuellen und öffentlichen Meinungsbildung zu leisten und so zu einem funktionierenden demokratischen Gemeinwesen beizutragen. Der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ergibt sich aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes. Er ist darüber hinaus unter anderem im Rundfunkstaatsvertrag gesetzlich festgeschrieben. Danach soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seinen Programmangeboten zur Information, Bildung, Beratung, Kultur und Unterhaltung einen Beitrag zur Sicherung der Meinungsvielfalt und somit zur öffentlichen Meinungsbildung leisten. Besonders in der heutigen Zeit, wo populistische Hetze stark zugenommen habe, müsse der Wert der Rundfunkanstalten herausgestellt werden. Die entwertenden Stimmen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch einen sogenannten Grundfunk ersetzt werden soll, werden öfter und lauter. Wir werden diesen Stimmen stark entgegenhalten. Einen Mindestrundfunk lehnen wir ausdrücklich ab. Dieser ist weder mit dem grundgesetzlichen Auftrag noch verfassungsgemäß und auch aus unserer Sicht demokratiefeindlich. Ja, nicht verfassungsgemäß. Vielleicht sollten Sie einfach mal zuhören bei manchen. Grundversorgung meint, dass ein flächendeckender, ich habe mir das gut durchgelesen, Ihr Konzept. Grundversorgung meint, dass ein flächendeckender Empfang von Rundfunk für die Allgemeinheit genauso gewährleistet sein muss wie ein vielfältiges Programmangebot. Eine Beschränkung oder Reduzierung dieses Programmauftrags oder eine Fokussierung nur auf Bildung und Information ist verfassungsrechtlich unzulässig. Grundversorgung meint keine bloße Mindestversorgung. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bietet mit seinen Programmen in Hörfunk, Fernsehen und im Internet jeder Bürgerin und jedem Bürger die Möglichkeit einer Teilhabe an der freien demokratischen Meinungsbildung und trägt mit seinen Angeboten zur publizistischen Meinungsvielfalt in Deutschland bei. Er ist weder privatwirtschaftlichen noch staatlichen Interessen verpflichtet, sondern ausschließlich dem Gemeinwohl. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist damit wirtschaftlich und politisch unabhängig. Diese Unabhängigkeit gilt es gegen jede Einflussnahmeversuche zu bewahren. Frau Löber, Sie achten auf die Redezeit. Es gilt, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Deshalb umfasst der Auftrag die Verbreitung der Sendungen und Informationen auch über das Internet zur mobilen und zeitunabhängigen Nutzung. Dem wird der Medienstaatsvertrag gerecht. Lassen Sie mich mit einem letzten Satz der Stellungnahme der ARD gerade zu Ihrem Grundfunkkonzept enden. Diskutiert werden kann vieles, aber sinnvoll und ernsthaft nur das, was den verfassungsrechtlichen Korridor achtet. Vielen Dank. Danke, Frau Löber. Wir sind am Ende der beiden ersten Lesungen angelangt und überweisen die beiden Gesetzentwürfe zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Hauptausschuss.